Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Mit mir dabei ist der gute Levin. Servus, Levin. Hi, hi. So, das heutige Thema, was wir heute bei Rocket League machen, steht oben im Eck auch schon dran. Werfen wir ein paar Körbe. Ja, das neue Update ist raus, und zwar Basketball. Da bist du auch so ein bisschen Fan, oder? Nee, ja, doch. Eigentlich weniger. Bist eher der Baseball-Fan. Ja. Zwar auch Ami-Sport, aber wäre eigentlich auch mal cool, ein Baseballspiel bei Rocket League. Ich wüsste nicht, wie es geht, aber ja, warum nicht? Ja, ein bisschen kompliziert, glaube ich, aber. So, gleich mal zum Anfang. Es gibt hier oben gibt's jetzt ein neues Fenster mit heruntergeladenem Inhalt. Da kann man sich einfach das Zeug nochmal holen. Da sieht man, was man hat und was man noch nicht hat. Die Flaggenpakete habe jetzt ich nicht geholt, weil es nicht so für meinen, ja, mag ich nicht so. Aber beim Levin könnt ihr gern schauen. Der hat da mit Sicherheit ein, zwei Flaggen. So, dann hat sich in der Hinsicht dann nicht viel verändert, aber in unserer Garage hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir keine neuen Autos, wir haben auch keine neuen Aufkleber, keine neuen Farben, keine neuen Räder, keine neue Raketenspur. Mützen, Dachaufsätze haben wir. Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, welche, weil ich schon zu aufgeregt war zum Zocken. Aber hier sieht man, ein Feld ist noch frei, das heißt, da kommt noch was. Bei dir auch, Levin, oder hast du schon? Ich hab eigentlich alle. Den finde ich am besten. Welchen? Ich seh's gerade nicht, warte. Hier ist das ein Pömpel. Das ist so geil. Ich will auch ein Pömpel. Dann ist das. Ist das der? Ja, das ist der. Den habe ich noch nicht. Ah, der ist neu. Okay. Dann gibt's Antennen, gibt's was Neues. Und zwar NBA-Flaggen. Die Standard-NBA-Flagge, die hat jeder. Und beim Levin wird sich wahrscheinlich da dann die anderen befinden, oder? Ja, genau. Da kannst du einfach. Gibt's oben. Da, wo diese Communities, Landesflaggen und so, diese Kartei-Dinger sind, gibt es auch NBA-Flags. Und da kann man sich dann diese NBA, dieses reine NBA-Logo, diese schwarze mit dem Basketballer, die kriegt jeder, das Logo vom Verband. Und dann danach gibt es dann die ganzen Mannschaften, die in der NBA spielen. So ist also das. Auch wie man ja kennt, hier mit Dirk Nowitzki, die Dallas Mavericks oder klar Chicago Bulls etc. pp. Ist ganz nett, wenn man Fan davon ist, da kann man sich auch die Autos in den ganzen Farben machen. Nette Spielerei. So ist es, so ist es. Wie man beim Videogames noch sieht, sind da unten noch einige Felder frei. Habe ich jetzt zum Beispiel noch einige frei, ich weiß nicht, ob du da schon was sagst. Was, bei Videogames? Ja, bei Antennen. Nee, da bin ich durch. Okay, ich habe hier noch 6 Felder frei. 7 Felder. Da ist noch. Ich habe auch im letzten Spiel diesen Worms-Kopf bekommen, den man da auf meinem Auto gerade sieht. Dazu schauen wir uns auch gleich an. Die passende Flagge und als so eine Handgranatenantenne und so. Die Handgranatenantenne habe ich beim letzten Mal schon bekommen. Stimmt, die müsste ich auch irgendwo haben. Bam bam, ich suche nochmal. Aber ich mag mein Lebkuchen, Männchen. Okay, ich habe sie dann doch nicht. Die Frage ist, wo sie ist. Ach doch, die müsste bei Videogames drin sein, weil das ja vom Spiel Worms ist. Ja. Ich finde das Vieh eigentlich ganz cool, dass der auf dem Dach sitzt. Hat er komischerweise nicht übernommen, so wie es aussieht. Naja, egal. Beim nächsten Mal. Dann hau ich erstmal wieder eine schöne Flagge drauf. Und zwar mache ich meine YouTube-Flagge und Aufkleber habe ich auch wieder keine. Die sind irgendwie wieder runtergegangen. So. Ach, auch du in Weiß. Alles klar, aber jetzt zum Hauptthema und zwar NBA. Körbe. Wie ihr seht, leider nur ein 2 gegen 2. Deswegen ist auch bloß der Levin hier. Jo. Und bist du bereit? Jo. Dann werfen wir ein paar Körbe. Das Update ist übrigens seit dem 26. April 2016 verfügbar. Kostenlos, glaube ich, oder? Ja, war es kostenlos? Ja, das Update war kostenlos. Bloß die Flaggen kosten, aber das sind 2 Euro. Ja, gut, wie gesagt. Könnt ihr investieren, braucht ihr nicht. Wie ihr wollt. So. Übrigens war ich das letzte Mal online. Da war dann, steht ja dran, wie viele Spieler gerade online sind. 1,111 und 110 Leute online. Also 1.111.110 Leute waren online.
Oh Gott. Okay. Alle mal ein Spiel rein. Nein, Server überlastet. Alle in NBA. Karte voll. Ja, das wäre übel. Ball hat keinen Platz. Spiel abgebrochen. Server überlastet. So, eine neue Arena und ihr seht schon die Körbe. Und ab geht's. Anwurf wie bei der NBA. Genau, wow. nicht erschrecken, das ist tatsächlich so. Da müsst ihr tatsächlich nur ein bisschen timen, wie das funktioniert. Ich hab's auch noch nicht raus. Okay. Und der erste Treffer. Allerdings nicht für uns. Schade, ja. Also mit Ansagen habt ihr gehört und auch mit Schlusssirene, wenn's rum ist. Ist, wenn der Ball da so rumhüpft. Nein! Gott sei Dank. Und wie ihr gerade gehört habt, es gibt auch ein Quietschen, so wie mit den Schuhen allgemein in der Halle. Zu den Körben. Wir können unten drunter fahren. Der Ball rollt das Kraftfeld entlang. Das bedeutet, man kann den Ball also nicht von unten her lupfen oder so, sondern man muss tatsächlich von oben treffen. Man kann ihn, wenn man geschickt ist, ihn auch wieder aus dem Korb Danke. Rausholen. Sehr schön. Ey, mit Vorlage. So dankt er sich den Ball selber in den eigenen Korb. Guter Schuss. Schön, dass du das gemacht hast. Ja, sehr schön, dass du das gemacht hast. Also ich hab's, wann haben wir's gestern? Gestern haben wir gespielt. Gestern haben da hab ich aus dem Korb nochmal einen rausgeholt, zum Glück. Man muss halt genau wissen, wo der Ball landet. Boing. Das könnte auch was werden. Nein, nee. Zu schräg. Schade. Wäre jetzt cool gekommen. Ein Fallrückzieher. Nein! Das war ein Basketball. Fallrückzieher? Fallrückzieher kaum. So, dann machen wir Platz hier. Oh nein, daneben gesprungen. Oh oh. Gut. Also die Körbe sind recht groß. Was wir jetzt zum Beispiel noch ein bisschen besser finden würden, wenn die Area einfach ein bisschen größer wäre. Man könnte mehr Spieler reinnehmen anstatt zwei, wäre natürlich auch nicht schlecht. Und verschiedene Modis, wie zum Beispiel, dass die Körbe einfach kleiner sind oder ja, größer sind sie ja. Wow, wow, schade. Ah nein, schade. Der war zu stark. Ui. Ja, also mit mehr Spieler wird es auf jeden Fall, das ist auch nicht schlecht. Oh, oh. Eben, gut aufgepasst. Oh, oh, oh. Ja, nein. Schade. Also man kann übrigens auch an dem Ring hängen bleiben, gell? Also ja, das ist richtig scheiße. Boah, ist sauber. Ja, aber nicht so, wie ich es wollte. Nein. Ah, schade, schade. Also der gestern war geil, wo ich mit der Schnauze nach oben bin. Oh ja, stimmt. Hui. Man muss halt auch aufpassen, weil dann fliegt man nämlich eindeutig zu weit drüber. Ah, der kommt, der kommt. Sehr schön, sehr schön. Hat zwar so eigentlich nicht gedacht, aber... Aber war gut gemacht, ja. Gestern, der war auch gut, wo oben an der Decke abgeprallt ist und voll ins Tor rein. Oder in den Korb. Weil ich den Korb ein bisschen zu groß finde. Ja, wie gesagt, wenn es verschiedene Modis geben würde, dann wäre es auch nicht schlecht. Und andere Arenen oder sowas, weil es gibt nur den leider. Nein. Sehr schön. Wieder zurück. Oh oh.
Ja, nein. Ach, Mist. Der war von mir. Oh oh. Oh, was für ein Glück. Ich bin vorbeigesegelt. Ah, nein. Es kann übrigens auch sehr schwer fallen, wenn der, oh oh, wenn der Ball nämlich die Rundung hochgeht und du denkst, du kannst auch mit hochfahren. Ist aber nicht so, sondern dass du unten durchfährst. Ah, schade, der war drin. Warum bedankt er sich? Achso, von seinem Kollegen. Oh oh. Sehr schön. Nein. Ich spring nur noch daneben, ja. Ah, lebe in falsche Richtung. Aber. Ja, nicht wirklich. Oh oh, Levin. War gewollt. Ja, genau. Nein, daneben gesprungen. Wow. Nein, nein. Boah, wow, Alter. Der war, glaube ich, auf dem Ring drauf. Der war auf dem Ring drauf, deswegen ist er ja abgebrochen. Aber mich ja. Ja, aber nicht so, wie ich es wollte. Immerhin vor. Oh, guck mal, jetzt steht auch ein Plus vorne dran für Nachspielzeit. Ah, cool. Ja. Yay! Bam. Iha. Der war schön, oder? Ja, der war cool. Ah, jetzt habe ich den Panzerwurm, der wo oben aus der Luke rausguckt. Den lege ich gleich mal an. Die wollen nochmal eine Runde und das machen wir natürlich auch. Gleich ja, nochmal eine Runde gegen die. Cool. Bitte? Das war gerade eine coole Runde. Ja. So, mal gucken, ob wir die zweite Runde auch gewinnen. Team Worms gegen. Hast du auch einen Wurm? Ja. Ja. Ach, stimmt. Ah, fuck. Da kommen wir immer zu spät. Ja, und ich gebe immer Vollgas und denke mir dann Scheiße, aber dann geht's doch nicht. Wo bist du hier, du doofe Ball? Aber ja, jetzt geht er richtig. Wow. Oh oh, fliegt wieder in die falsche Richtung. Oh nein! Meine geht vorbei. Sehr schön. Aua. Ja, fahr vorbei. Levin, den kriegst du. Super. Nein. Noch mal ein Eigenkorb. Eigenkorb. Ein Einkaufskorb. Ich hab uns einen Korb gegeben. Super. Schon. Kommst du voll durcheinander? Ja, ja. Heiliger, und wieder umdrehen. Ups. Oh. Mach du das? Ah, ja. Oh, oh. Nein. Boah, Glück. Oh, nein. Der hat nochmal. Oh, fuck. Nein.
Nein! Nein, ich war noch fast runter! Den hab ich verkackt. Guck mal, ich hab gesehen, dass der rein und dann wollte ich gerade noch. Ja. Ah, fuck. Schade. So, Levin, jetzt musst du ihn wieder gut machen. Oh Gott. Hm? Ja. Oh oh. Ah. Also es ist gar nicht so einfach, wirklich den Ball da reinzukriegen. Also es muss schon ein bisschen. Er muss hoch genug aufkommen vor dir. Ja. Damit du ihn wirklich hoch spielen kannst. Also einfach sagen, ich lotse ihn jetzt an der Reling entlang und hauen dann rein, so wie beim Eishockey, ist nicht wirklich so. Ich glaube, der hat ein anderes Hüpfverhalten oder sowas. Ja. Oh, nein! Nein. Jo, eben sehr schön. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab mir den Ball nach vorne gezogen. Ja, klang. Das hast du das letzte Mal berührt. Naja, also. Leben sehr schön. Danke. Oh nein, ich bin daneben geflogen. Ja, keiner hat den Ball verwischt. Echt? Ah! Ah, daneben. Aber der geht rein, oder? Nein? Boah! Sehr schön, sehr schön. Der war gut gemacht. Wohin? Wenn ich hier Punkte krieg, dann nur Befreiungsschläge. Ja, danke, sehr schön. Nein! Oh oh. Levin! Ja, der wäre cool gewesen. Sehr schön. Ah, schade. Aua. Komm, das wird wieder so ein Ding ins Tor, oder? So ein... Oh, nimm den scheiß Ball weg. Ach, schade, gut. Ich wollte gerade nochmal hochhauen. Jetzt machen wir nochmal ein Nachspieltor. Boah. Wir, nicht die. Komm schon. Oh oh. Ach Mann! Ja, den hat's verrissen. Ja. Gott sei Dank. Ja. Schade. Boah. Gute Rettung. War keine Rettung, ich war nicht dran.
Ne, den Tipp. Was steht weg? Achso. Oh, oh, ja! Danke! Ja. Alter! Bam! Alter, der ist übel, weißt du? Geil, geil. Zwei Runden, zwei Siege, was will man mehr? Super. The Witcher Medaille. Medaillon. Ja, gut. Ich würde sagen, das reicht. Ha? Ja. Ist ja immer das Gleiche, aber trotzdem cool. Dann gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Tschüss, ihr zwei. Ja, würde ich mal sagen, das war's. Rocket League, NBA. Macht Spaß, wirklich, muss ich sagen. Doch, macht Laune, ja. So. Aber schade, dass nur zu zweit und so kleine Karte. Ich hoffe, dass sie mal das noch irgendwas machen, ein bisschen vergrößern, ein bisschen sagen, hey, wir hauen für drei oder vier Leute rein. Wäre cool. Naja, in der Zeit heißt es warten und gucken, was das nächste DLC wird, falls noch eins rauskommt. Aber bei Rocket League, man weiß es nicht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Micha. Ich bin hier. Ciao, ciao. Tschüss.